Berechnung einer sogenannten Fibonacci-Zahl. Fibonacci-Zahlen, ja, sind Zahlen oder ist eine Zahlenfolge, die Fibonacci-Zahlenfolge ist eine Zahlenfolge, die Anfang des 13. Jahrhunderts von einem Mathematiker namens Fibonacci oder Fibonacci entwickelt wurde. Und die beschreibt das Wachstum einer Population von Kaninchen. Die Folge wächst sehr schnell, Kaninchen vermehren sich ja entsprechend ja auch schnell. Und diese Fibonacci-Folge ist folgendermaßen definiert. Falls n gleich 1 ist, dann ist das Ergebnis 1. Falls n gleich 2 ist, dann ist das auch 1. Ansonsten ist das Ergebnis immer die Summe der beiden Vorgängerzahlen. Das heißt Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2. Das heißt, die Zahlenfolge hat folgende Gestalt. 1 für n gleich 1, 2 für n gleich 2, dann 3 für n gleich 3, 2 für n gleich 3, nämlich 1 plus 1, für n gleich 4 ist dann 1 plus 2, also 3 und so weiter. Also insbesondere dann, ich nenne einfach mal die ersten Glieder dieser Zahlenfolge, 1, 1, 2, 3, dann kommt die 5, dann kommt die 8, dann 5 plus 8 ergibt 13, 8 plus 13 ergibt 21, 13 plus 21 ergibt 34, dann kommt 55 und so weiter. Das ist die Fibonacci-Zahlenfolge. Und wenn ich mir diese rekursive Formel anschaue, kann ich die sehr einfach wieder übertragen in eine entsprechende Funktion. Ich möchte berechnen Fibonacci von einer Zahl n. Falls n kleiner gleich 2 ist, n gleich 1 und 2, und die Fehlerfälle nehmen wir hier wieder mit rein, dass n negativ ist, dann wird 1 geliefert. Ansonsten wird Return gemacht von Fibonacci von n minus 1 plus Fibonacci von n minus 2.